Hi meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Ihr seht, das Feuerwerk ist noch aktiv, aber heute am 9.8., dem Dienstag, ist das 14-Tage-Sommer-Event entfernt worden, denn Epic ist aus dem Urlaub zurück. In diesem Video gibt es alles, was Neues, alles, was alle Leaks und alles, was kommen wird, in einem Video. Ich versuche es so schnell wie möglich zu erzählen und ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir erstmal grundsätzlich an, Leute, der No-Sweat-Sommer. Ja, der No-Sweat-Sommer ist zu Ende. Ja, wir hatten den jetzt von, heute ist der Dienstag, also vom Dienstag vor 2 Wochen kam er rein. Wir hatten viele Gratis-Items, Möglichkeiten und viel Spaß hier vorne, meiner Meinung nach. Also meines Erachtens war es einfach sehr geil. Ich könnte mir natürlich mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und natürlich wurden mit den letzten Updates, müsst ihr wissen, die letzten 3 Dienstage, also heute ist der 3. Dienstag in Folge, wo kein großes Update kam, denn die letzten 3 Dienstage kamen immer nur kleine Updates, wo ein Item reinkam oder eine Realitätswurzel geblüht ist. Aber Leute, das wird sich jetzt ändern, denn heute am Dienstag, am 9.8. war das letzte Content-Update jetzt erstmal. Nächste Woche Dienstag wird wieder ein Riesen-Update kommen. Ein Riesen-Update mit UFOs und so weiter. Ich kläre euch auf jeden Fall noch auf. Wir fangen erstmal an mit den Items, die heute auch mit dem No-Sweat-Sommer entfernt worden sind. Und das ist zum einen die Flare-Gun. Also die Flare-Gun kennt ihr wahrscheinlich, mit der man einfach in den Himmel schießen kann. Und dann werden die Gegner gepinkt, die auch dieses Raketen- bzw. so Feuerwerk-Design jetzt hatte, wenn es in der Luft explodiert ist. Und Leute, dann ist tatsächlich noch ein weiteres Item verschwunden, und zwar die Ice Cream. Ja, wir wissen ja, die Ice Cream, also diese Eiswaffeln, wurden mit dem No-Sweat-Sommer hinzugefügt. Die wurden jetzt auch entfernt, weil natürlich auch der No-Sweat-Sommer jetzt zu Ende ist. Und ja, dann auch der Lobby-Background, der war ja jetzt so, wie seht ihr auch in all meinen anderen Fortnite-Videos jetzt der letzten 2 Wochen, der war schon so No-Sweat-Sommer-mäßig angelehnt. Jetzt ist er wieder ganz normal im Chapter 3 Season 3 Look. Dann kommen wir zu einer geilen Sache, Leute, zu Gratis-Items. Ja, ihr habt richtig gehört, Gratis-Items sind wieder, also wirklich, ich weiß nicht, diese Season hat mir schon so unzählige Gratis-Items, auch so viele Kooperationen. Also, meine Freunde, wir werden in Rocket League Gratis-Items bekommen, beziehungsweise sind 4, ich blende euch hier mal ein Bild ein, die werdet ihr bekommen. Ihr müsst einfach nur Rocket League diesen Stream schauen oder was ist das? Also ich spiele jetzt nicht so selber so viel Rocket League. Auf jeden Fall müsst ihr da auch Aufgaben erledigen. Wenn ihr die Aufgaben erledigt, meine Freunde, habt ihr dann tatsächlich die Chance, diese 4 Gegenstände freizuschalten. Aber Leute, das findet ihr in YouTube-Tutorials. Wenn ihr das wirklich machen wollt, beziehungsweise die Items freischalten würdet, was auch relativ dann einfach ist, macht das auf jeden Fall, Leute. Findet ihr halt auch auf Epic Games, auf der Website von Epic Games. So Leute, dann sind wir hier, wie ihr seht, in der Daily Bugle. In der Daily Bugle, also ich kläre euch nochmal ganz schnell auf. Hier seht ihr die Karte. Richtiger Realitätsbaum. Dann Logjam Lotus jetzt. Danach kam hier, wo Neo tiltet und so, kommt hier unten bei Butterbahn. Dann Sleepy Sound und jetzt Kondo Canyon gewesen. Und hier natürlich bei Shuffle Shrines, also hier bei Indiana Jones Ort. Und meine Freunde, es ist soweit, wie es schon immer angesprochen war, hier bei The Daily Bugle. Bei The Daily Bugle seht ihr hier schon jetzt wieder eine riesen Realitätswurzel mit dem kleinen Bäumchen wieder drauf. Das heißt, die nächsten Tage, ja, ich denke so entweder am Freitag oder nächste Woche mit dem großen Update, wird hier der Daily Bugle mit dem Realitätsbaum vereint sein. Das bedeutet, hier werden auch einige Orte durchswitchen. Ich halte euch da angehend auf dem Laufenden. Momentan sieht es so aus, man sieht hier Wurzeln und natürlich hier den Baum. Dann, Leute, kam heute auch, es sind ja einige Items auch gegangen, dann kam heute auch ein Item zurück. Und das Item, das zurückkam, Leute, jetzt haltet euch fest, ist ja das Chunk Rift. Ich weiß, ich habe euch schon in einigen Videos gesagt, dass im No-Sweat-Sommer auch die Boogie-Bombe kam ja zurück. Die war auch schon angekündigt, dass die zurückkam. Die Crash-Pads hier kamen zurück, die waren auch angekündigt. Was auch noch angekündigt waren, waren die Impulsgranaten. Also da wissen wir auf jeden Fall, die Impulsgranaten, Leute, die werden auf jeden Fall auch noch kommen. Also haltet euch auf jeden Fall bereit, also die normalen. Und dann, Leute, habe ich auch gesagt, werden die UFOs zurückkommen. Ja, heute kam ein Item zurück, und zwar, das suche ich schon die ganze Zeit, und zwar das Chunk Rift, beziehungsweise dieses Rift, wo dann Items rauskommen. Ja, irgendwo muss man das, vielleicht finde ich es. Ne, also das ist das Rift, kennt ihr wahrscheinlich, konnte man werfen. Blende ich euch auch mal hier ein, das konnte man werfen. Und dann kamen da Items raus, die den Gegner halt gekillt haben, wenn ihr damit getroffen habt. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Macht auf jeden Fall auch Bock, damit zu spielen. Das kam heute wieder zurück. Und die UFOs werden wahrscheinlich auch, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die UFOs nächste Woche zurückkommen werden. Weil da wissen wir auch, dass die zurückkommen werden, die UFOs.
Und deswegen, ich bin mir, Leute, da relativ sicher, dass es nächste Woche soweit sein wird. Die Impulsgranaten müssen auch zurückkommen. Auf jeden Fall, Leute, freue ich mich schon richtig auf die UFOs. Denn, Leute, es ist nicht so nur die UFOs, die uns an dieses Alien, an die Alien-Season oder so erinnern oder Würfelkönigin, ne? Denn, ihr müsst wissen, wir hatten tatsächlich auch, beziehungsweise haben jetzt auf der Map, jetzt haltet euch fest, wir haben jetzt auf der Karte so viele Hinweise zu den Aliens. Es gibt einige verschiedene Orte, wo man Aliens sehen kann. Man konnte bei der Summer Location hier bei Sanctuary hier unten auf den Screens, auf den Fernsehen, die da waren, die haben manchmal rumgebackt, also bewusst rumgebackt, und da konnte man tatsächlich die Aliens sehen. Und das finde ich sehr, sehr krass, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich dazu mal ein extra Video mache, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, dann, ja, die Impulsgranaten, die können auch, also müssen auch noch kommen, beziehungsweise so wie es in den Leaks steht, sollten die eigentlich noch kommen, genauso wie die UFOs. Ich denke, das wird so nächste Woche soweit sein. Und nächste Woche, habe ich ja auch schon euch angesprochen, wird natürlich das große Update sein. Also hier Realitätsbaum mit der Realitätswurzel haben wir abgehakt. Nächste Woche wird definitiv am Dienstag das große Update launchen. Ich bin sehr, sehr gespannt, hab mega Bock drauf, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Denn, Leute, kommen wir zu Crew-Paket. Die Leute, die das Crew-Paket haben oder sich jetzt im August kaufen, kriegen tatsächlich, jetzt haltet euch auch wieder fest, alle Leute, die das Crew-Paket sich jetzt zulegen oder noch haben, kriegen unbegrenzt Zugang auf Rettet die Welt. Ja, Rettet die Welt. Und verschiedene Aufgaben in Rettet die Welt, damit ihr begrenzte Helden, in Rettet die Welt natürlich, begrenzte Helden könnt ihr dann in Rettet die Welt freischalten. Also kriegt ihr alle Rettet die Welt kostenlos, die das Crew-Paket haben. Und ja, Leute, dann kommen wir zu einer Sache, die ich auch mega, mega nice finde, ja. Ich habe euch das jetzt alles runtergerattet und jetzt kommen wir schon zu einer der letzten Sache, beziehungsweise die letzte Sache. Und ja, wir hatten jetzt den No-Sweat-Sommer, also wir hatten jetzt Fortnite-Sommer. Und was fehlt, es gibt auch die Weihnachtszeit noch, dann gibt es noch die Osterzeit hier. Aber was, Leute, wird noch kommen? Ganz genau, es wird Halloween kommen in Fortnite. Also Fortnite-Mares, wie jedes Jahr, wird natürlich auch erscheinen. Und da hat Fortnite jetzt schon im August natürlich, ja, kommt das im Oktober, ganz klar. Dann hat Fortnite jetzt schon im August, haben wir das erste Teaser-Bild, beziehungsweise ein erstes Bild von den Fortnite-Mares erhalten. Und zwar blende ich euch das hier ein. Hier sieht man einen Strand mit Palmen im Hintergrund, den Mond im Hintergrund, ein bisschen Nebel im Hintergrund und ein paar Skins mit diesem grünen Trank in der Hand. Also Leute, auf Fortnite Halloween können wir uns auf jeden Fall mega freuen. Dann Leute, hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Liken und abonnieren würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte euch alles so schnell wie möglich runterrattern. Und ihr habt es verstanden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Schmerle und ciao. Let me fall to my...